Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem ersten City Skylines Let's Play. Ich habe ja schon eine kleine Serie von Livestreaming gemacht. Die Absolute Beginners-Serie. Aber da ich jetzt wirklich aus dem Beginners-Status raus bin und meine 33 Stunden mit Skylines verbracht habe ich gedacht, erstens, ich mache was Neues, nämlich jetzt eben dieses Let's Plays, vor allem weil es Tropico leider niemanden interessiert hat, auch wenn es mir Spaß macht. Ganz im Gegensatz zu Skylines, das auch, obwohl es immer noch jetzt doch schon ein Jahr alt ist, immer noch sehr viel Interesse erzeugt. Aber weil das Ganze zuletzt zu einfach wurde, meiner Ansicht nach, habe ich jetzt eine Karte genommen und gewählt, die jemand im Workshop zur Verfügung gestellt hat, die um einiges schwieriger ist. Die Idee ist, dass es hier um eine Côte d'Azur-Küste nachgebildet ist, um sowas Richtung Marseille, Nizza, Cannes, wie die ganzen schönen Städte alle heißen. Nicht zu vergessen Monaco. Ja, warte mal. Mit dem Hügelchen hier noch. Das könnte sogar sein, dass es an Monaco angelehnt ist. Dann hat nämlich hier ist der alte Palast. Ja, genau. Was die Karte so schwer macht, ist, dass dieser erste Bereich eben, da sitzt die Autobahn nicht hier unten an, wo jetzt noch schön bebaubare Fläche wäre oder so. Nein! Wir starten hier. Und lasst euch gesagt sein, das sieht jetzt vielleicht noch relativ harmlos aus. Aber ich habe die Karte schon mal testweise angespielt, dadurch, dass es hier so schräg ist und wirklich eigentlich alles schräg ist. Und wir nach und nach da runterkommen müssen, wird es wirklich heftig. Und ich war mir überlegen, ob ich schon mit dem anderen Spiel weitermache, das ich hier angefangen hatte. Zumal ich jetzt ähnlich bauen werde. Aber dann habe ich gedacht, nee, dann verpasst ihr ja die ganzen spannenden Sachen, die am Anfang so passieren. Und deshalb lege ich nun los. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Möglichkeit habe zu sehen, wie viel Zeit vergangen ist, was etwas ungünstig ist, weil ich die Zeit so schnell vergesse bei diesem wunderbaren Spiel. So, ich muss erstmal ein Stück Straße bauen, damit ich Zugriff bekomme auf diese Doppelstraße. Und diese Doppelstraße brauche ich, um mir hier einen schönen kleinen Kreisverkehr aufzubauen für den Anfang. Ihr seht schon, jetzt sieht man hier relativ gut. Die Straße muss angehoben werden, damit sie auch halbwegs nur schon auf einer Ebene sein kann. Das wird noch recht ganz heftig. So, aber wir kriegen den hier, denke ich, ganz gut hin. Jetzt haben wir das so. Und hier müsste jetzt die letzte Kurve problemlos gehen. Tut sie aber nicht, weil wir irgendwo vorher einen Fehler gemacht haben.
Bin vielleicht noch verletzt. Nein. Vielleicht lieber die Länge hier. Ah, nee, da. Der sitzt nicht richtig. Und ich hatte eben nur drei. Halt! Jetzt muss ich alles wieder löschen, ne? Wegen einem kleinen Fehler. So, jetzt aber Kurve. Was? Das hab ich ja schon wieder gemacht. Warte mal, ich probiere es jetzt mal von der anderen Seite. Halt immer noch sehr ungerade aus. So, und jetzt gerade. So geht's. Jetzt muss ich halt noch schnell die Richtung umkehren. Was? Was nicht geht. Vielleicht reicht es mir aber jetzt, dass es geht. Na, ich sehe schon, wo das Problem liegt. Sehr gerne. Wir sind hier. Und willst du nicht? So. Mach ich's mit Gewalt. Ist das Autobahnzubringer? Scheint fest so. So, haben wir das schön hier reingekriegt. Und da wir nichts verschwenden. Ist da nicht drin, aber schade. Eigentlich gehofft, dass wir die oben ansetzen können. Es gibt einen Punkt. Also muss ich es doch löschen. Sonst kann ich die Straße von dort aus nicht losbauen. Fälle zu steil. Das ist lustig, so geht's. Die Straße ist im Weg. Schön hier hinunter, ungefähr am Weg entlang. Den Hügel da unten nehmen wir noch mit. Das ist schon, muss ich sagen, schön weit. Ganz so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Gut, aber es geht einigermaßen. Jetzt habe ich zwei Linien hier durch. So, das Industriegebiet hätte ich dann aber ganz gerne hier auf der anderen Seite.
Da wird es noch erheblich schwieriger mit der Straße. Kriegen wir den? Oh nein. Also, jetzt haben wir den schon benutzt. Ach ja, hier ist der einzige Abgangspunkt, den wir hier haben. Dann die freie Gestaltung, oder? Er meint der. Aha, jetzt hat er es gebastelt. Sehr schön. Jetzt zweiter Abgangspunkt. Oh, interessant. Ah, da haben wir gut gebaut, das da. Aber da haben wir jetzt ein paar schöne große. Dings und. Ich glaube, hier kommen wir sogar rum. Ganz weit raus, bitte. So, hier werden wir wahrscheinlich dann wieder eine Brücke bekommen. Nein, ohne Brücke. Das trifft sich. Dann haben wir das sehr schön gelöst hier. So, um das mit dem Wasser leichter hinzubekommen, gibt es hier oben erstmal einen Wasserturm. Dann brauche ich nämlich nur einen Abwasserkanal. Was bombig wäre, wenn ich den hier unten ansetzen könnte, aber ich fürchte, das können wir nicht. Gut, das geht. Dann haben wir Wasserversorgung. Strom. Das ist schön. Da können wir gleich von vornherein gut Wind bekommen. Zangen. Dann setze ich die mal gleich hier an. War dafür zwei Bahnen. Können wir? Dann haben wir es hier gar nicht mehr allzu weit. Hier entlang. Geht nicht. Aber es, ja, da, es nimmt uns halt erstmal. Ah, das ist dann doch drin. Gut, das sollte gehen. Dann mache ich jetzt hier Gemarkung. Eine oder zwei fürs Industriegebiet. Dann hoffe ich, dass es von da aus losgeht. Hier ein paar Geschäfte hin. Und dann von dort aus, warte mal, das Geschäft hier ist noch zu früh. Von dort aus gehen wir dann los. Und
Dann lernen, lass ich es mal laufen. Hurra, der Bau der Wasserpumpenstation wurde abgeschlossen. Fresh Water, Mayo Rocks. Oh, warte mal. Ah, zu spät, da ist schon jetzt gebaut worden. Jetzt wird es wieder abgebaut. Weil von hier aus dann kann ich hier eine Straße runterbauen. Oder? Ja, das ist fast geschickter. Ich baue sie von da drüben aus. Das sehe ich auch schön. Hallo? Ach, da sehe ich das jetzt selbstständig wieder. Ah, ne, hier. Das kommt das Gleiche raus. Wenn ich von hier auch über die Straße die nächste Straße mache. Haben noch etwas Geld. Super. Hat aber gut geklappt. So, hier ein bisschen da hinten. Nee, finde, das Gefälle ist zu hoch. Finde ich jetzt persönlich nicht, aber wenn er das findet, er hat sozusagen das größere Gebiet. Ist jetzt irgendwie angeschlossen. Ah, vielleicht hier runter. Hat da war was. So, nur solange ich es draußen habe. Mal gerade probieren. Also bis jetzt haben wir es noch ziemlich gut hinbekommen. Ein schön großes Gebäude hier. So, wie sieht es aus mit unseren ersten Häusern und Wohnungen? Schon ziemlich gut. Haben wir auch schon hier was? Nein. Dann kann ich aber jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Wohngebiet ausweisen. Möchte ich die großen Blöcke möglichst bewahren für unser Servicegebäude. Das heißt, ich hoffe, da wird so schnell wie möglich hier was gebaut. Ich glaube, Wohnungen werden schneller gebaut als Servicegebäude. Doch, jetzt kommt hier was. Dann kann ich mit dem kleinen Bett vielleicht noch schnell. Aha, wir bekommen jetzt auch etwas Industrie. Die beiden schnell mal einsetzen. Da haben wir jetzt natürlich noch ziemlich schlechte Ausbeute hier.
glaube, wenn ich hier sitze, dürfte das gehen. Die Gebäudemöglichkeiten um den Kreisverkehr herum lasse ich sein, weil dann parken die Leute gerne mal am Kreisverkehr. Das heißt, das müsste ich auch hier lassen. Und machen dadurch ein bisschen Probleme. Und ich sehe auch jetzt gerade, ich sollte schon mal anfangen, den Kreisverkehr etwas hier mit dem Traffic President Mod zu bearbeiten. Das heißt, ich muss die Ampeln loswerden, wo ich denn welche habe. Dann Vorfahrtsschilder setzen. So, dass im Kreisverkehr auf jeden Fall Vorfahrt herrscht. Und dann kann ich noch die Richtungspfeile machen. So dass eine etwas bessere Möglichkeit hier besteht. Moment mal. Was ist jetzt hier? Oh, da ist ein Stück fehlerhaft. Das muss ich sofort korrigieren. So, jetzt habe ich die Ampeln wieder gesetzt. Vorfahrtsschilder muss ich natürlich auch anneuern. Und jetzt nochmal Richtungspfeile. Hier sollen sie nur links und hier beides. Das hier ist ein bisschen schwieriger, wie es heißt. Ne, das ist eigentlich ganz genau so, wie es sein soll. Dann müssen wir es eigentlich nur noch hier. Was ist da jetzt? Okay, hier ausschließlich und so, sehr schön. Dann ist dieser Kreisverkehr auch ideal besetzt. Und schön weiterarbeiten an unseren Wohnungen. Sehr schön, hier wird gebaut. Ich also hier gleich noch ein bisschen weitermachen. Industrie, reicht das bisschen, das wir haben? Das scheint zu funktionieren. Ist ein bisschen wenig Licht da oben, aber das, was man sehen kann, funktioniert. So, sieh. Hier bin ich noch nicht zufrieden. Hier habe ich schon noch gerne eine Straße mehr. Aber ich würde sagen, damit warte ich noch. Was brauchen wir denn da oben alles? Schule, Feuerwehr, Krankenhaus, Polizei und vielleicht noch ein paar. Ja, für den Park muss ich dann vielleicht schon was mitnehmen. Ja. Heißt, ich sollte jetzt doch die Straße bauen. Solange ich so viel Wohnraum brauche.
sie diesmal dort ansetzen. Tut mir jetzt leid um die zwei Häuser, die da gerade gebaut wurden, aber ich glaube, es wurde noch gar nichts gebaut. So, dann. Ja. So, was mit Strom, sehr schön. Ein bisschen Industrie können wir jetzt auch wieder planen. Hier unten hat es auch schöne dicke Möglichkeiten. Unser Wohngebiet macht ausreichend Fortschritte, so dass wir uns dann auch noch um andere Sachen kümmern können. Ja. Die Industrie ist eingezogen. Jetzt hast du einfach nur hier schön ein wenig damit zu balancieren. Ich glaube, jetzt haben wir einen Augenblick Zeit. Sie fällt dann ein, wenn das Auto lang. Ist doch keine Einbahnstraße, wo wir doch oben fahren können. Ah, aber seht ihr, wie herrlich die Aussicht hier ist? Jetzt kommt die Morgensonne. Ach, wunderschön. So, der Wagen ist angekommen. Wir brauchen tatsächlich etwas Service. Das wäre jetzt hier im Industriegebiet ganz brauchbar. Hier so ein Dings rein. Und das dann wieder. Das bis runter? Ne, reicht nicht besonders. Ich probiere es trotzdem mal mit dem Großen hier. In der Hoffnung, dass das dann ausreicht für die Elektrizität. Sonst muss ich nämlich da noch was runterbauen. So, hier wünscht man sich noch ein Servicegebäude. Was geht, wenn ich hier ganz vorsichtig plane? Ah ne, gar nicht. Keine andere Möglichkeit dahin zu kommen. Vielleicht hier noch was und hier im Stadtbereich Einkaufslädchen haben und Cafés und so. Das wird richtig schön. So, gib mir hier mal ein Auto, das vielleicht gerade irgendwo fährt. Da fährt, ne, da fährt eins. Es fuhr, aber es kam gerade an. Der fährt los. Halt. Der wollte aber nicht weit weg. Kann ich auf den Fußgänger? Sagen wir aber nicht, dass die zur Arbeit läuft.
Interessant finde ich jetzt, dass das hier schon so terrassenförmig angelegt ist vom Autor der Karte. Weil ich denke, so eine terrassenförmige Landschaftsgestaltung ergibt sich nur, wenn Menschen da vorher schon was gemacht haben. Es ist tatsächlich so, dass die zur Arbeit gelaufen ist. Arbeitsort Franks Fischstäbchenfabrik. Aha. So, wir brauchen mehr Industrie. Mehr Industrie ist natürlich gut. So. Und das hat geklappt. Da unten hat sich jetzt Industrie angesiedelt. Die. Gleich hier noch ein bisschen mehr. Dann lasse ich die beiden vielleicht gerade mal offen für Servicegebäude. So. Dann will man auch mal wieder ein bisschen mehr Platz, auch wenn noch nicht alle ausgenutzt wurde. Kann ich hier mal anfangen. Da muss ich natürlich auch vorsichtig sein, dass der Strom die erreicht. Oh, guck mal, die haben jetzt tatsächlich hier schon am Rand gebaut. Das ist ja großartig. Sieht aus, als gäbe es da Ölindustrie. Steht nicht. Ja, wir haben eine recht ausgeglichene Bilanz. Haben jetzt auch nur noch 101 Verluste. Das heißt, wir können wieder etwas mehr Zeit nutzen. Na, ich glaube, wir legen einen ganz guten Start hin. Das letzte Mal musste ich feststellen, dass die einzige Möglichkeit für mich später eine Müllkippe zu bauen, ganz unten war. Seht ihr hier? Ist ein bisschen mehr Platz. Musste deshalb schon S-Bahn-förmig Straßen darunter bauen. Hoffe, das kann ich diesmal ein wenig vermeiden. Da hatte ich auch viel mehr Brücken hier. Sehr, sehr gut geklappt, dass wir jetzt viel weniger haben. Hey, wir sind im Plus. Wir haben es geschafft und sind schon im Plus. So, man wünscht sich von allem noch ein kleines bisschen mehr. Aber es ist auch überall noch ein bisschen Platz vorhanden. Los Palma, das passt eigentlich ganz gut. Auch wenn es Französisch ist und Los Palma Spanisch klingt, ich lasse den Namen jetzt erstmal. Ach, ist das ein gutes Gefühl, wenn wir jetzt schon in der Pluszone sind? Ah, und hier verschmutzt halt massiv, massiv die Außengebung. Ich habe es beim letzten Mal auch gemerkt, das geht dann hier rum und geht in den Hafenbereich. Deshalb werde ich da später einen Trick ausnutzen, den ich gelernt habe, der so halb sinnvoll ist, auf jeden Fall völlig den Spielregeln entspricht, wie man eben die Wasserversorgung nutzen kann, um das Ganze zu reinigen. So, hier wünscht man sich mal wieder noch etwas. Ja, warte mal. Ich glaube, es ist taktisch geschickter, das so zu machen.
hier noch mal ein Geschäft. Da haben wir gerade eine nächste Trasse. Versuchen müssen, von da aus wegzukommen. Sieht es denn aus mit unserem Strom? Immer noch sehr gut. Bis dahin hätte sogar eine Windmühle gereicht. Wie ist denn die Lärmverschmutzung? Kann ich noch nicht einsehen. Und ich kann mal gucken, wie zufrieden meine Leute sind. Und die sind ziemlich zufrieden. Sogar schon Platz für etwas mehr Industrie. Dann jetzt mal eben aus. Oh, da fällt seine Arbeit an. Jetzt schon. Ja, und wir haben es geschafft. Und damit werde ich die heutige Folge auch abschließen. Kleiner Weiler, erreichen Sie eine Bevölkerung von 340. Wir haben jetzt freigeschaltet die Grundschule, die Arztpraxis, die Mülldeponie und sonst nichts. Wir können Steuern erheben, das machen wir auch nachher auch gleich, also in der nächsten Folge. Und Darlehen aufnehmen, was wir hoffentlich nicht müssen. Also, dann sage ich euch mal Tschüss und bis bald.